Dann reisen wir zum Mond. Haben wir auch geringere Schwerkraft oder so? Also die Physik dafür gibt es ja so gesagt schon. Dadurch, dass es genau im Wasser so wäre. Da kann man auch deutlich höher springen. So das könnten sie ja theoretisch nehmen. Mal gucken. Oh, ich hoffe, es gibt eine coole Skybox. Dass wir irgendwelche Planeten sehen, in kantig und eckig. Oder so ähnlich. Oder so einen zerklüfteten Planeten. Das wäre schön. Mondkamm, Stufe 26. Oh yeah. Oh yeah. Karl der Sammler, es freut mich, einen weiteren Vertreter unserer Spezies hier zu treffen. Ich habe Beweise für das Vorhandensein von einem mysteriösen grüner Portalstein gefunden. Ein paar von denen würde meine Sammlung zur feinsten aller Sammlungen machen. Ach, warum nicht? 7, bist du bescheuert? Sternlicht-Lauchsprossen. What? Natürlich Umgebung. Gibt es eigentlich wieder irgendein Event? Der Schattenprinz ist entkommen und versucht diese Insel anzunehmen. Halt ihn auf. Das machen wir dann nach. Nachdem wir hier ein bisschen auf dem Mond rumgetorkelt sind. Okay, es gibt keine geringere Schwerkraft. Wenn hier nur diese Gegner sind, können wir richtig geil leveln. Das Platinerz? Titanerz meine ich, nicht Platin. Cool. Block. Also geringere Schwerkraft wird das hier um einiges cooler machen. Was ist das denn? Ah, cool. Da kriegen wir den Shit her. Wir brauchen 80, um unsere Dings aufzuwerten. Kriegen wir wohl hin. Theoretisch können wir sogar 160 mitnehmen. Wir können mit 2 aufwerten. Oder müssen wir mal gucken. Aber wir kriegen ja eine Menge Grüne, ne? Die aus den Dingern allein. Das ist nice. Schön. Ich habe mich schon gefragt, was für ein Biom sie nehmen. Und es ist der Mond. Das ist cool. Jetzt kommt die Sonne. Und verbrennt instant. Außer man nimmt 200 Feuertränke vorher. Ich brauche vielleicht keine. Ich brauche 80 reichen. Reicht eigentlich, wenn wir den einen aufwerten. Vorerst. Die Bomben mitnehmen können, ne? Hätte uns das geholfen? Ich glaube nicht, aber... So. Eine Ratte im Weltall. Hat man das schon mal gesehen? Einen Frosch können wir auch mitnehmen. Und eine Eule.
Eine Eule im Weltall. Wenn das keine Sensationsstory wert wäre. Ja. Genug der Späße, wie viel haben wir jetzt? 60. Können wir auch da drüben weiter sammeln. Direkt nachgespawnt oder was? Oh nein. Okay, schade. Shit. Ach, was soll's. Wir haben ja das Geld, ne? Wir sind ja reich. Reich in Erfahrung und Geld haben wir auch ein bisschen. Aber ich falle ja gleich wieder rein. Soll bitte hier rüberkommen, weil sonst krieg ich keinen Loot. Ach, ich habe ihn auch viel zu früh gehauen. Ne? Hier war noch einer, bin ich der Meinung. Hier waren zwei noch. Und da haben wir noch welche, also. Gewagte Knochen. Und die Namen dieser Spezies hier. Ich sammle keine 7 für den einen. Das ist unnötig. Wow. Wahnsinnig. Es sind ja nicht jetzt nicht die Welt. Aber es ist doch unnötig. Wir könnten natürlich gucken, was für eine Belohnung er nachher hat, aber. Vielleicht lohnt sich das ja tatsächlich, aber ich glaube das irgendwie nicht. So können wir die eigentlich fast besser gebrauchen. Momentan. Übelst drauf wieder. Ich hoffe, er regeneriert sich nicht. Ist ja nicht sehr schön. Okay, die droppen auch schon rote Sachen. Ah, es ist drüben liegen geblieben. Schön. Oh Gott, es sind noch 3. Fett. Bisher haben wir Glück. Sowohl, dass sie uns nicht treffen, als auch, dass sie nicht runterfallen, die Sachen. Und es soll scheinbar so bleiben. Wunderbar. 84 haben wir auch von den Einsteinen. Auch super.
Also hier macht der Level Spaß. Kriegen wir garantiert ein Level ab, wenn wir gleich runtergehen. Nein, doch nicht garantiert. Fast garantiert. Okay, das Erz ist schon mal nice, dass wir auch schon mal so eine Menge haben. Schade, dass die nur hier wachsen. Vielleicht gibt es ja noch so ein Allround-Terrain. Aber das wäre auch blöd. Dann müssen wir wieder umziehen. Crit, Crit, Crit. So, genau. So viele Crits hintereinander, bitte. Und weitermachen. Erhöht den ausgeschalteten Nahkampfschaden um 10 Sekunden lang 50%, wenn Nahkampfschaden erlitten würde. Natürlicher Schaden wird verhindert, ich darf nur ändern. Warum kriegen wir denn nichts für Distanz? Leute. Unnötigster Dings hier überhaupt, das Ding hier, echt. Hat sich fast unsicher angefühlt. ...28. Nice. 36 davon. Läuft bei uns. Sehr. Sieben Stück. Oh, hier gibt es auch Schattenritter. Das ist schön. Oh, die stecken aber nicht viel weg. Erledigt. Oh, da ist noch einer. Boom. Eine Belohnung, ein Trophäe für die wäre auch nice, oder? Oh, hier gibt es einen Dungeon. Mondbasis Alpha. Nein, hier gibt's gar nichts. Null. Und hier kriegen wir kaum Grüne. Das ist ein großes Problem, wenn wir hier wirklich fortschreiten wollen. Dann müssen wir fast wieder in eine andere Welt. Ärgert mich so ein bisschen, weil hier ist eigentlich ganz cool. Bisher. Guck mal, das ist ein Typ.
Nina, die Bäuerin. Klar, Nina. Mondbäuerin. Handeln. Aber was verkauft sie? Sternenlicht, Lautsprochen, Gelee, Bärenbusch. Hacke. Flüge Erde um. Oh, sowas können wir gebrauchen, ne? Wenn die immer noch hier ist, dann können wir nochmal wiederkommen und die ganzen Tore verkaufen, die wir haben. Ja, können wir gleich mal machen. Also ich nehme die Tore jetzt mit, dann holen wir uns noch ein paar grüne Dinger irgendwo, dass wir die auch voll haben. Und dann öffnen wir das Portal, wenn wir es finden sollten. Aber mit dem Kompass natürlich, kein Problem. Ich will auch mal gucken, ob die Seide inzwischen gewachsen ist. Ich glaube das nicht. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Dass sie halt nicht wächst, aber... Moment. Eigentlich muss sie doch mal irgendwann wachsen. Doch, wächst. Wächst. Dauert nur ewig. Wahrscheinlich nur die Zeit, wo ich hier bin, passiert irgendwas. So, was haben wir denn dabei? Oh, kosmischer Opal. Das klingt natürlich wertvoll. So. Und los. Hä? Ich hab den noch gerade. Achso, okay, jetzt könnten wir auch Titan. 20 Stück, ey, die sind doch bescheuert. Ich glaube, es hackt. Jetzt können wir da mit einem Titanium-Barren machen. Eigentlich nix. Ich gucke mal, was ich aufwerten kann. Zwei alleine, ja. So. Sternenwasser. Klingt lecker. Finde ich jetzt mal so. Werkzeug, das ich momentan nicht brauche, kann ich auch hier rein tun sonst. Hacke brauche ich momentan nicht und den brauche ich auch nicht. Ach ja, das ist die seltene Kiste hier. So. Blöcke. So. Ach ja, Tore. Reisen. Es gibt Weltraummaden. Cool. Schießen bestimmt mit schwarzen Löchern. Unwahrscheinlich, geht nicht, aber trotzdem.